Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Fallout 4. Jo, ich habe mir jetzt rausgeschrieben, wo die ganzen Star-Kerne sind. Ich habe da auch einen super Guide dazu gefunden. Wenn ich es nicht vergesse, ich hoffe nicht, werde ich diesen Guide, weil es ja auch ein Filmchen ist, werde ich ihn unten in die Videobeschreibung reintun. Und dann könnt ihr das auch selber nachschauen, für den Fall der Fälle, dass ich das jetzt nicht so schön hinbekomme. Gut, wir müssen sehr viel schnell reisen, Wir müssen, da ich nicht weiß, ob ich wirklich alle gesammelt habe, bis auf eins bin ich mir recht sicher, das können wir uns vielleicht sparen. Müssen wir nochmal alles durchgehen. Ich sehe gerade, ich habe da was liegen lassen. So, eine Souvenirtasse, das geht natürlich nicht. Und da haben wir auch schon die erste. Die wollte ich eigentlich später holen gehen. Ja, du fällst nicht auseinander. Ja, da haben wir auch schon die erste, weil ich gerade da stehe. Eigentlich wäre es jetzt eine andere Reihenfolge gewesen, aber wo sind wir hier? Und zwar, ihr müsst euch zum Starboard Nuka hinporchen. Das können wir eigentlich machen. Ich zeige es euch, wie der Weg geht. Ich versuche so schön es geht, einen Guide draus zu machen. Es ist jetzt halt wirklich sehr viel zum Porten. So, jetzt muss ich das nochmal schnell nachlesen. Da, genau. Dieser Kern, den wir da jetzt gefunden haben, gehört eben. So, da habe ich es. Zur Galactic Zone Gelände. Also nicht außerhalb der Galactic Zone, da gibt es auch noch 5 Punkte, die kacke sind. Das ist eben hier überhaupt, also auf die Karte schauend, hier wirklich das ganze Zeug hier gemeint. Also wirklich der Park außen, also innerhalb des Parks, ohne die Dungeons. Denn die Dungeons sind wieder extra. So, wir müssen, also wir haben jetzt hierher Schnellreise gemacht. Zack, da drinnen ist die Powerrüstung unserer Begierde, nämlich eine saugeile, wie ich in Erfahrung gebracht habe. Und wir müssen da lang. Allein hier in diesem Bereich gibt es 3 insgesamt, 4 eigentlich streng gesehen. Die erste haben wir schon von der Leiche da drüben, da irgendwo ist sie gelegen. Die zweite, also ne, nochmal von vorn, hier herporten und dann hier lang laufen. Unter der Treppe durch, leicht rechts halten, hier durch, jawohl, und gleich sofort links. Links einschlagen, dann seht ihr schon den gelben Bagger hier. Oder Stapler, ich glaube es wird eher so ein Stapler sein, ne? Und hier wäre eben, zack, eine weitere Stern, also Star-Kern-Typ-Geschichte. Gut, nicht verlaufen, ich muss wieder da lang, nein, da lang, Entschuldigung. So, machen wir gleich hier, da wir eh schon da sind, ich mag da nicht zu viel herumreisen. Wie gesagt, die erste wäre da drin, die zweite hätten wir da hinten und jetzt sind gleich 2 da oben. Also einfach wieder, wenn ihr mögt, Schnellreise oder gleich hierher zurücklaufen. Also wieder hier, gleich die Treppe hoch, das sind beide dort oben. Eine davon haben wir, glaube ich, sogar schon an uns genommen. Und zwar gleich hier, ne? Also scharf links und dann gleich scharf rechts. Hier rein in dem Raum, man möge es nicht glauben, gibt es 2. Die erste ist hier. Brav wie wir sind, haben wir die auch schon genommen. Also da wird sie liegen. Und die zweite, oh, ruck, da müssen wir hier runterfahren. Zack. Ach so, warum willst du nicht? Sag bloß, er hat zu wenig Saft. Oh, das sollte aber eigentlich funktionieren. Ich denke mal, ich glaube, ich weiß schon, weil unten der PC zu wenig Saft hat. Na gut, merken wir uns die. Die holen wir uns zum Schluss als letzte, dann kann ich nichts falsch machen. Gut, also, das wäre dann Nummer 4 gewesen. Jetzt haben wir halt nur 3 momentan. Ist nicht schlimm. Pass auf, wie geht's weiter? Ja, Battlezone, genau. Der nächste Punkt ist die Battlezone. Da bohrt man uns gleich sofortigst hin. Die war, glaube ich, da oben, genau, die Kampfzone. Da bohrt man uns gleich mal hin. Und dann geht's weiter. Das ist ein kurzer, eine recht schnelle Sterndings, sage ich immer.
Starkern. Also hier lang. Links vorbei, habe ich geschrieben. Warte, links am Gebäude entlang und dann kommt Butter. Da. Hier. Da ist sie, der Schlingel. So, tada, gefilmt. So, das heißt, wir haben beim Hauptcomputer den Stern, haben wir. Das ist der erste Schnellreisekontroll, haben wir jetzt. Den zweiten, den dritten, den vierten, weil hier, allein hier draußen müsst ihr bedenken, ne? Also in diesem Park überhaupt sind 7 versteckt. So, Star-Control, Treppe hoch, die erste Hammer, die zweite geht noch nicht. Zur Nuka Galaxy müssen wir als nächstes. Alles klar. Also, Nuka Galaxy. Überhaupt. Nuka Galaxy. Das dürfte dann die Galactic Zone gewesen sein. Nein, falsch. Nuka Galaxy. Da. Entschuldigung. Entschuldigung. Fast ein Blödsinn gesagt. So. Aber es funktioniert. Ich habe mir das echt. Das Video ist echt toll. Ich werde es euch auf jeden Fall reinposten. Als Link tun in die Beschreibung. Ich hoffe, die Person, die das Video gemacht hat, ist jetzt, also es ist jetzt kein YouTube-Video gewesen. Ich habe das auf einer anderen Seite gefunden. Ich hoffe, der ist mir nicht böse deswegen. So, also eine ist ganz einfach versteckt, geradeaus. Einfach nur geradeaus, da rein, umdrehen, zack. Die haben wir sogar genommen. Brav sind wir. Wir sind echt brav. So, das war die einfache. Gab es hier noch eine? Ja, da gab es noch eine. Und zwar, wenn sie euch hierher portet, steht es ja so. Zack. Ihr macht einmal eine scharfe Drehung nach hinten. So. Und geht hier in das rote Gebäude rein. Einmal gerade durch und immerfort die Treppe hoch. Ich glaube, da waren wir auch schon oben. Ich glaube sogar, dass wir uns die da geholt haben, weil wir sind mit dem Gerät mitgefahren und als ich mich erschreckt habe, beziehungsweise als wir das Gerät verlassen haben, bilde ich mir ein, hätte ich das Ding da mitgenommen. Aber Kontrolle ist besser als Nachsicht, also gehen wir kontrollieren. Alles in allem, ja, super, haben wir mitgenommen. Da, sehr schön, haben wir auch. Ich soll es abhaken. Ich brauch da mal kurz einen Stift, einen Bleistift, wenn es schlecht. Oder ich markiere es mir, weißt du was, ich markiere es mit einem Textmarker. Das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Also, wir haben, den Punkt haben wir schon. Ja, wir waren brav. Schnellreise links unter der Treppe beim Star Control haben wir gemacht. Schnellreise Battle Zone haben wir auch gemacht. Schnellreise Star Control, rechte Treppe hoch. Links Raum rein, Auslage haben wir. Dann Schnellreise Nuka Galaxy, umdrehen ins rote Gebäude. Alles rauf, passt. Schnellreise nochmal Galaxy rechts an dem Aufgang vorbei. Ja, stimmt, das war jetzt gerade eben das eben. Die Marktstand vorbei an dem kleinen Hütchen da beim Computer. Das war das erste, was wir hier geholt haben. Und eben den siebten hier können wir noch nicht nehmen, da ich noch nicht runter darf. Wir könnten aber allerdings die bereits gefindeten schon mal einbauen. Vielleicht klappt es dann ja. Das wäre mir persönlich ganz, ganz lieb. Also porten wir uns mal hier hin. Und schauen mal, ob das jetzt schon klappen würde, täte tun. Ne? Das ist ja deutsch. Ich könnte aber auch nachzählen, wie viele er gehabt hat, der im Guide, als er hier ankam. Da es sich hier definitiv ums Letzte handelt, dürften es, wenn wir Pech haben, wirklich schon 34 bedarfen an diesen Sternen, an diesen Star-Kernen. So, jetzt habe ich es. Also wir bauen ein. Haben wir noch mehr? Nichts mehr. 2 haben wir gefunden. Passt. Boah, das leuchtet bald schon schön. Ich freue mich auf die. Das ist übrigens eine OP-Bauerrüstung, ja? Also der ganze Aufwand hier zahlt sich aus. Das soll wirklich die stärkste Bauerrüstung im gesamten Spiel sein. Und die schaut ja auch cool aus, bitte. Der Aufwand ist es ja wert. Gut, dann würde ich sagen, nachdem wir das jetzt hier schon mal haben, beginnen wir doch einfach mal mit dem ersten Dungeon. So, da habe ich als erstes mal hingeschrieben, den Starlight Interstellar. Da würde es 4 Stück insgesamt geben. Wie gesagt, ich war da drinnen, wir waren da schon drinnen. Das war die Geschichte mit diesen vielen Robotern. Überhaupt hier alles war mit Roboter voll. Aber wir porten uns jetzt mal dorthin, wenn ich das wieder anfinde.
Interstellar, da haben wir ihn ja. So, da gehen wir mal rein. Hier drinnen, wie gesagt, gibt es 4 Starkerne. Mit dem Wort Starkern tue ich mich gerade schwer, ich merke es gerade. Wenn wir Glück haben, und ich glaube, das wird recht gut, da ich ja weiß, wo was ist, werden wir, glaube ich, das recht gut durchlaufen. Die blödeste Geschichte ist Robco, also wirklich die Battlezone selbst. Das wäre eine ziemliche Aufgabe. Ja, ne? Also wir gehen rein. Und zack. So. Wir gehen rein. Ich sollte mir das besser markieren. Besser tun das. So. Interstellar. So. Dann Vortex. Und hier mal machen wir mal so. So. Also, der erste. Wir sind jetzt hier beim Eingang. Ganz klar. Wir gehen nach links. Dann weiter links. Dann immerfort geradeaus. Bis wir eben hier beim Klo sind, ne? Und beim Klo, da waren wir definitiv, da ist eine Wand eingerissen mit einer Leiche und daneben wäre eben dieser Starkern gewesen. Das haben wir ja schon brav gemacht. Ist im Mülleimer noch was? Ja. Ja, eigentlich schon. Ich hoffe, das ist wieder gespawnt, ansonsten habe ich es wieder mal übersehen. Ja, natürlich habe ich es übersehen. Gut. Als nächstes laufen wir hier rein, wo eben eigentlich hier ist da ein Film gelaufen, ne? Wenn wir uns noch richtig erinnern. Und zwar müssen wir hier hin. Also da ist ein Computer, also nochmal schön erklärt für Leute, die zuhören und dabei nicht zuschauen können. Wir gehen jetzt in den Raum, wo eben das Kino läuft. Da schreit immer eine Frau, kreischt besser gesagt, und da sind hier viele Roboter. Passt auf, dass da nicht umkommt. Da ist wirklich ein fieses Drum dabei. Hier ist eine Computeranlage, so eine ja, kleine, und dort ist eben auch ein Starkern eingebaut. Den nehmt es bitte mit. So, wir gehen. Ich gehe mal die Tellern hier einsammeln. So, und das Dinner-Tablett, das kann man immer brauchen. Wir verlassen den Raum rechts. Quasi dort, wo das Klo ist, ne? Könnte man jetzt eigentlich gerade durchlaufen. So, wir laufen jetzt gerade durch. Links von uns ist ein Lift, den brauchen wir nicht, denn wir gehen leicht rechts geradeaus in die Küche. Ja. Was gibt's heute? Kritzelkritzel. Boah, ich liebe Kritzelkritzel. Mögt sie auch Kritzelkritzel? Das ist so knusprig und schön. Wo kommt denn die Pfanne jetzt auf einmal her? Wir gehen jedenfalls geradeaus durch die Küche in den Raum, wo ja auf dem Sauhakel Fleischstücke hängen. Und da ist ein PC, genau, ein Computer. Und da ist ebenfalls ein Starkern drinnen. Ich sollte es wieder mitschreiben. Also wir haben links vom Gang, mittig und rechts vom Gang. Jetzt müssen wir wieder Richtung Eingang gehen. So, wir gehen also hier wieder raus aus der Küche und gleich hier scharf nach links. So, da geht es Richtung Ausgang und da haben wir einen schönen Lift. Den benutzen wir mal. Den müssten wir auch eigentlich auch haben. Nach oben bitte, ja. So, ding. Und gleich hier in dem Raum, so ein bisschen rundherum, gleich hier, zack, bei dem Computer, was hier steht, ist die 4. Die haben wir auch. Saubere Arbeit. Passt, das heißt, das Starlight in der Stellar haben wir abgehakt. Das ist schön, da hatten wir alle. Ich freue mich. Da sind wir hier ganz umsonst rein. Aber vielleicht dient euch ja dieses Video als kleine, kleine Anleitung, sage ich mal. Und dann habe ich meinen Zweck schon erfüllt und bin des Glückes Schmied zum einen und auch ich selbst darf mich meines Glückes erfreuen. So, als nächstes wählen wir den Dungeon Vault-Tec Sternenhimmel. Da sind auch insgesamt 6 Stück drinnen. Ich habe mich gerade selber verwirrt, warum ich nur 4 markiert habe, also aufgeschrieben habe. Das liegt daran, dass gleich 3 von den Stücks. Wieso gehe ich so langsam? Bin ich überladen? Schon wieder? Hör auf. Kann jetzt schon überladen sein. Echt jetzt? Na, geht eh normal. War nur gerade komisch. Ich bohrt mich mal hin. Da, Sternhimmel. Ich wollte nur sagen, hier gibt es insgesamt 6 und 3 am selben Fleck. Das ist halt echt praktisch. Ich hoffe, dass wir sogar die 3 am selben Fleck mitgenommen haben.
dass, ich meine, es ist eh wurscht, wir gehen ja alles ab, aber trotzdem würde es mich freuen, wenn ich nicht so blind gewesen bin. Ja, gut, also wir gehen rein. Wir gehen rein. Gesäubert haben wir ja zum Glück schon alles, darum ist es auch so herrlich ruhig. So, ja. Gut. Mein Kaffeehäfel steht auch ein bisschen schief. Wie geht denn das? Ich bin auch so ein Genie, stelle ich es aufs Kabel. Fein. Jedenfalls. So. Am Eingang. So, wir sind am Eingang. Gehen wir scharf nach rechts. So, da war ja, ich weiß nicht, ob es noch funktioniert. Ja, genau. Der Gang mit diesen komischen, ich sag's Stern. Also Sternengang habe ich es genannt. Ich brauche Licht. So, wir sind jetzt hier. Wir gehen geradeaus. Geradeaus. Da ist ja das Glanter kaputt vom Weg. Geradeaus. Und da ist ein Raum. Und hier in dem Raum ist ein Computer. Und wir haben tatsächlich diesen Starkern mitgenommen. Sehr brav. Den hakle ich gleich mal ab. So, brav war man. So, als nächstes geht es gleich hier weiter. Wir verlassen den Raum wieder, gehen zurück auf den Weg mit dem kaputten Glanter und gehen einfach den Weg weiter entlang. So, aufpassen, auch hier sind recht viele Roboter, lasst euch bitte nicht erschießen, ja? Wir gehen einfach stur weiter und hier bei dem Gang... Jetzt los. Hä, was war denn das gerade? Egal. Wir gehen, wie gesagt, geradeaus. Immer schön den Weg entlang. Ihr braucht eigentlich nur stur den Weg entlang gehen, der ist eh so schön markiert mit einem, Glanter und überhaupt, also wirklich schön eingezeichnet. Ihr seht es ja hier mit einem Rand und so. Schön den Weg folgen, immer die Treppen runter. So wie hier. Und da in dem Raum, da ist viel. Wir fangen an. Zack. Einmal scharf nach links gedreht. Und hier müssten wir eigentlich rein dürfen. Jawohl. Und hier, tada, gleich beim Computer ist der erste Starkern. Schaut's euch. Und was haben wir da noch? Ein Fusionskern. Zocki, bist du schlimm. Oh, schockschwere Not. Da schau mal, Voltec-Kontrollraumschlüssel. Zocki, bist du schlimm. Voll nicht gemacht, den Raum hier. Puh. Puh, was haben wir denn hier? Projektleiter-Terminal. Das schauen wir uns doch gleich an, wenn wir schon mal hier sind. So, Experiment 001. Gehirnwellenunterbrechung. Verwendung von Strahlungsfiltern in der Ausstellung zum Erzeugen eines elektromagnetischen Felds, das zu Interferenzen in den Gehirnwellenmustern menschlicher Versuchspersonen führt. Was, warum das denn? Erwartetes Ergebnis, geringfügiger Verlust der motorischen Steuerung, vorübergehende Benommenheit und Vergesslichkeit. Ja, danke. Alter, wenn euch irgendjemand fragt, ne, ob ihr bei einem Experiment teilnehmen wollt, und das ist ein Amerikaner, überlegt es euch gut. Man kann auch auf andere Weise Geld verdienen. Experiment 002. Unterschwellige Botschaften. Verwendung von Audioemittern zu... Was? Audioemittern... Hat das wirklich so? Audioemittern zur Erzeugung verschiedener Arten von mit einer bestimmten Frequenz überlagenden unterschwelligen Botschaften. Erwartetes Ergebnis. Annahme der Botschaften, die Personen zum unfreiwilligen Durchführen von Handlungen bringt. Wollen die da etwa Soldaten züchten? Unter Anführungszeichen züchten? Kopfschmerzen, Depressionen oder andere durch die Freisetzung von Neurotransmittern hervorgerufene Beschwerden? Das hört sich für mich schon ganz so an, als ob sie irgendwie Soldaten züchten wollen, ne? Der beste Soldat ist ja der, der nichts fühlt, dem alles wurscht ist und der seine Befehle korrekt ausführt, ne? Eigentlich. Experiment 003. Hypnotisierende Pheromone. Verwendung von genetischer Modifikation an Pflanzen zur Freisetzung eines pheromonartigen, durch die Luft übertragenen Toxins, das in der Nähe der Emitter eingeatmet wird. Ja. Erwartetes Ergebnis, Verlust des selbstständigen Denkens, geringfügige
Abhängigkeit, Anfälligkeit für Suggestionen. Sauber. Die Wissenschaft. Experiment 004. Theta-Strahlung. Na sauber, die arme Sau. Verwendung einer Reaktormodifikation zur Angabe von Theta-Bandstrahlung in geringen Dosen mit kurzen Intervallen. Erwartetes Ergebnis. Lethargie. Extreme Ermüdung, potenzielle Paranoia aufgrund von Schlafentzug. Das hört sich alles nicht besonders gesund an. Experiment 005. Langzeittests. Durchführung der Experimente 001 bis 004 bei Hodgson, Grunner, Thalers, Partlebe und Langston zur Einschätzung von Langzeitwirkungen. Erwartetes Ergebnis je nach Experiment unterschiedlich. Siehe Experiment 001 bis 004. Aha, ach so. Okay. Passt. Gut, also das haben wir hier auch. Endlich. Den Raum habe ich voll übersehen. Es tut mir so unglaublich leid. Jedenfalls geht es hier weiter. Also, wir gehen hier wieder raus. So. Und gehen, Achtung, hier in diesen Raum. Also gleich, wo hier die Waschmaschine steht und der Trockner und das Bügelbrett, gleich hier rein. So, hier haben wir ein kleines Schlafzimmerchen. Da scheinen wir auch gewesen zu sein. Und einfach mal hier so durch, da waren wir fix sogar. Nur in dem Raum wahrscheinlich nicht. Und hier? Doch, doch, da sind wir gewesen. Gleich hier gibt es nämlich drei. Ich hoffe, man konnte es gut sehen. Einfach in dieser blau-roten Kiste vorbei. In den Raum hier und dann haben wir hier 1, 2 und 3 Starkerne. Sauber. Wir verlassen den Raum wieder, gehen gleich zurück, wo wir hergekommen sind. Wieder in den einen Raum mit der Küche, also den Wohnbereich und so. Und gehen Richtung Küche. Wir räumen auch gleich. Achso, es ist Diebstahl, darum habe ich es nicht mitgenommen. Bis auf das hier. Das ist sicher nur ein Fehler, aber ich nehme es trotzdem nicht mit. Ich will keinen Ärger haben. Wir gehen hier bei der Küche einfach hier durch den Raum durch. Also, ja, durch den Durchgang eben. Und auch hier müsste es welche geben. Ja, genau, hier. Zack, da ist auch einer. So, jetzt muss ich mal kurz überprüfen. Mit dem vorigen Weg, Küche. Ja, wir haben, das müssten jetzt 6er gewesen sein. 1, 2, 3, 4, 5 und 6er. Jawohl, wir haben hier alle mitgenommen. Sauber. Somit ist auch dieser Dungeon hier abgeschlossen. Wir verlassen das Ganze wieder. So, gehen wieder zurück. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Keine düsteren Bunker. Ihre Kolonie. Bin ich nicht da unten auch raus irgendwie? In denen sie sich wie auf der Erde. Ich weiß es gar nicht mehr. Ist ja wurscht. Rennen wir halt einfach den Weg zurück. Ist ja nicht so weit. Das ist verkraftbar. So, zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Reisen Sie mit uns. Na, so, zack, zack. Na komm. Zack, zack, zack. Ich glaube, ich hätte mich da runterstürzen können. Ist ja wurscht. Wir verlassen das Ganze wieder. Und gehen jetzt in das mit Abstand aus meiner Sicht. Ja, den größten Dungeon, da sind allerdings auch 6 Stück drinnen von diesen Starkernen, wo ich auch glaube, dass ich hier und da einen übersehen habe. Also zur Battlezone. Na, warte, Battlezone wollte ich. So. Und zwar, wie gesagt, hier gibt es 6. Ich habe ich habe eine ganze Seite fast voll geschrieben, damit ich weiß, wo ich hin muss. Eine ganze A4-Seite voll. Und dann sind wir aber, glaube ich, dann fehlt nur noch der Außen, also außerhalb. Wir dürften eigentlich schon alles einsetzen können, was wir brauchen. Problemlos und dürften dann eigentlich bereits diesen Lift in Gang setzen können. Ich bin gespannt. So, ich schaue mir dann nochmal den Lift genauer an. Vielleicht gibt es dort ja einen Computer, wo ich mal ausnahmsweise schnell einen solch einen Starkern einsetzen muss. Ich habe flautes Schreiben offensichtlich übersehen. Wurscht, wir sind jetzt in der Battlezone. Wir werden jetzt da quasi das Ganze ziemlich umrunden. Wir beginnen links. Also einfach mal hier stur nach links, nochmal links und gleich hier die Treppe hoch.
Dab, dab, da, rapapa, rapapa, papa. So, in dem Raum hier. Tada. Da haben wir schon Nummer 1. Der müsste, den haben wir sogar mitgenommen. Hier. Nummer 1 ist abgehakt. Oh, das sind sogar zwei Stück. Entschuldigung. Zwei Stück sind hier. Eins und... zumindest den zweiten gerade nicht. Ich glaube, da drüben irgendwo. Warte, wo war der zweite? Ich habe hier zwei Stück. War das hier? Ich glaube, da. Ja, ich glaube, hier, weil wir es schon aufgehoben haben, tue ich mir jetzt gerade schwer. Ich glaube, hier ist einer und da ist einer. Also zwei Stück. So. Auf jeden Fall müssen in dem Raum zwei sein. Gut. Dann, wir gehen den ganzen Weg, also die Treppengeschichte, gehen wir jetzt wieder runter und halten uns hier links an den ganzen Robotern vorbei. Vorsicht, hier geht wieder die Post ab, vor allem hier Battlezone. Deckt euch gut mit Waffen ein. Ich hätte das früher sagen sollen. Deckt euch bitte gut mit Waffen ein. Hier geht echt die Post ab. Vor allem, wenn sie da drinnen teilnehmt. Das sind Wachpots und lauter solche Geschichten. Das ist heftig. Wir gehen jedenfalls hier weiter. Wir gehen auch in diese Kampfzone da rein. So. Und beginnen mit dem Raum hier. Gleich gerade vor und ab jetzt wird der Kampf beginnen. Ihr seht schon, auch ich, also wir haben das ja schon gemacht. Hier würden eben zwei Starkerne sein. Dann drehen wir uns wieder scharf um und gehen wieder raus. Ich muss das gleich markieren, Entschuldigung. So, abgehakt, dann haben wir schon vier hier insgesamt von 6er. Dann gehen wir hier runter. Also gleich bei dem Raum hier, wir haben das überstanden, gleich scharf nach rechts runter in den Keller, wenn man so möchte. Und hier einmal hüpfen, zack, den Wachbot hier ausschalten. Und dann gibt es hier an der Konsole, da, wäre ebenfalls einer. Den haben wir auch schon brav mitgenommen. Ist da noch eine Sicherung? Nein, eine Vakuumröhre. Aber ein paar Ordner? Was? Nein, das wollte ich gerade nicht. Entschuldigung. Spawnt das etwa schon wieder? Das kann nicht sein, bin ich echt... Achso, wir waren wahrscheinlich voll. Ich denke, ich kann mir vorstellen, dass wir voll wie ein Christbaum waren. Und dass ich, dass wir das dann eben liegen gelassen haben. Sorry dafür. Gut. Den haben wir auch. So, Hackeln, roter PC, passt. Wir müssen jetzt wieder hier hoch. Also da, wo wir hergekommen sind, gehen wir einfach wieder rauf. Das geht am besten. Und gehen wieder dorthin, wo die Zuschauertribüne ist. Also hier. Ihr seht schon, da geht's weiter. Wieder aufpassen, auch hier sind viele Roboters, also da geht wirklich die Post ab. Und hier beim Shop haben wir auch schon die letzte. Die wird ungefähr, glaube ich, hier so irgendwo dastehen. Da wäre die Nummer 6. Perfekt. So. War das denn die Battlezone, die so schlimm war? Na, das war nicht die Battlezone, ich habe mich vertan, Entschuldigung. Das war in der Tat Nuka Galaxy. So war das. Nuka Galaxy war, glaube ich, die schlimme Geschichte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich glaube, die Nuka Galaxy war es. Entschuldigung, ich habe mich gerade grob vertan, aber nichtsdestotrotz nicht gelogen. Was es mit dem Kämpfen auf sich hat, hier ist es ja genauso schlimm. Eigentlich. Also schlimmer, würde ich sogar sagen. So, ich muss das mal schön markieren, damit ich mich selber nicht nochmal vertue. Außerhalb. So. Passt. So. Gut. Als nächstes, next one. Verlassen wir das ganze Geschichtel hier wieder. Ich schaue nochmal, ob ich Schüssel wieder was vergessen habe mitzunehmen. Dann Einkaufskorb sehe ich gerade. Noch ein Einkaufskorb, noch mehr Einkaufskörbe. Bist du gescheit. Sauber. Echt sauber, Zocki. Du kannst das. Und dann noch ein Dings. Ja, eigentlich schon. Sie ist auch so einfühlsam. Aber trotzdem, niemand ist so einfühlsam als Roboter, wie es der Kotzi ist. Muss ich echt sagen, Kotzwerf ist ein echt toll programmierter Roboter, muss ich echt sagen. Also wenn du wirklich der letzte Mensch auf der Welt bist, dann brauchst du einen Kotzi. Der dich aufmuntert, aufheitert, dann brauchst du einen Kotzi. So. Wir porten uns jetzt weiter. Einer Verwechslung Nuka Galaxy. Im Safari Adventure wird... Ja, wir haben jetzt noch 10 Minuten. Ich hoffe, dass ich es durchrennen schaffe. Dann fehlt nämlich nur noch, ja, das ist wirklich auch ein harter Brocken, finde ich. Das muss man erst einmal drauf kommen. Wie willst du denn das bitte finden? Es gibt tatsächlich außerhalb der gesamten Nuka-Cola World, also das DLC, was wir gerade spielen, außerhalb der Parks, gibt es auch ein Plätzchen, wo wir was finden. Und ich weiß, die Abfüllanlagen werden hier witzigerweise im Guide auch für den Außenbereich hinzugerechnet.
was ich nicht so ganz verstehe, ehrlich gesagt, aber ist ja wurscht. Dieses eine haben wir schon. Bei der Abfüllanlage gibt es einen einzigen Starkern und da weiß ich, dass wir den haben. Den kann man nicht, wenn ich den übersehen habe, also... Ja, ich nehme mal an, ich habe den jetzt. Ich werde es dann, wir werden es dann eh sehen. Wenn wir nicht 35 haben, dann muss ich den im Holen gehen. Gut, wir sind jetzt hier im Dungeon von Nuka Galaxy. Und wir, so, jetzt muss ich das schön zurechtlegen. Wir gehen natürlich beim Eingang mal hier ein Stück geradeaus. Also zuerst scharf nach rechts, dass wir den ersten Raum hier können. Gehen ein Stückchen geradeaus und biegen gleich hier. Hoppala, das Licht fehlt, Entschuldigung. Und Nuka-Dingens werden wir auch gleich entnehmen. So, Müllkübel, tatsächlich. Wir gehen hier gleich scharf links in den Raum rein. Also wie gesagt, dort hinten beginnen wir. Ich mache es nochmal von vorne, dass man schön sieht. Also wir beginnen von hier, gehen geradeaus und können eigentlich schon hier mal wechseln. So, in den linken Raum, da. Wir halten uns links. Wir gehen die Treppe hoch, halten uns links, laufen die Treppen hoch und dann geht's eh nur nach rechts. So. Wir gehen hier den Weg runter, auch hier aufpassen, hier sind viele fiese Kotzis unterwegs und also Kotzwerfs böse, Roboter eben, schön kaputt machen und dann gehen wir hier einfach in den Raum rein. Und hier müsste eine sein. Oh. Bist du jetzt Freund oder Feind? Freund. Okay, Freund. Und da haben wir eine, ihr seht es. Was? Wie? War der gerade nett? Ich glaube, der war nett. So, das nehmen wir. Ihr könnt übrigens anscheinend könnt ihr die Roboter ausschalten. Das habe ich nicht gewusst. Und zwar, da müsst ihr gar nicht gegen die kämpfen. Außer ihr wollt die Erfahrungspunkte haben, weil es sind echt nicht wenig. Dann ballert ihr die weg und die Geschichte hat sich's. Wenn ihr sie ausschalten wollt und auf die Erfahrungspunkte drauf quasi kackt, könnt ihr, das habe ich gesehen, wenn sie zu dem Hauptcomputer geht, ne, wo wir jetzt dann die gesamten Starkerne einpflanzen, sage ich mal, um die Powerrüstung zu kriegen, dort kann man anscheinend das Roboter-System so umprogrammieren, also so umstellen, dass sie nicht aggressiv sind. Das könnt ihr sonst auch probieren, machen, wenn es mögt. Also anscheinend funktioniert es, weil normalerweise müssten die mich jetzt gerade erschießen wollen. Der Flugkoordinator wird Sie zu Ihrem Zug weiterführen. Gut. Wo geht's hier eigentlich lang? Ich habe nirgendwo nachgeschaut. Ach so. Ach so. Okay. Ja. Gut. Eigentlich richtig, weil da müssen wir weiter. So. Also mal abhaken. So, den Hammer. So, links die Treppe runter. Also ihr macht jetzt hier die Tür auf, die Treppe runter. So, das ist jetzt ein bisschen langer Fußmarsch. Nebenher mal könnt ihr kontrollieren, ob hier noch was zu looten ist. Auf jeden Fall müsst ihr hier die Treppe wieder rauf. So, nur die eine. Nur die eine und hier den Gang, also die Tür rein. So. Ich hoffe, dass, ja, das war richtig. Ich sehe schon, ich habe hier wieder nichts gemacht. Ich war hier nicht einmal. Ich glaube, ich spiele. Ja, da, ja, wie gesagt, ich habe schon beim Guide gemerkt, dass ich hier definitiv nicht alles haben kann. Wenn, dann würde es mich sehr wundern. Ich nehme das alles mal mit. Wir haben ja die Äther mit dabei. Die wird uns auf jeden Fall schleppen helfen, wenn es wieder mal zu viel ist. So, nehmen wir alles mit. Fein. Also wir gehen hier weiter. Einfach hier, ich bin hoffentlich richtig. Links Treppe runter, andere Treppe rauf, linker Raum. Ja, genau richtig. Da geht es jetzt zu dem, ich habe ihn Mondraum genannt. Schaut ja aus, wie wenn da ganz viele Monde wären. Moment, zeige ich euch gleich. Also Sesam, öffne dich. So, da, der Mondraum. Und das wird geschossen. Ja, weil ich... Huch, jetzt steige ich aus. Ich bin ein Trottel. Entschuldigung, falscher Knopf erwischt. Ich wollte jetzt eigentlich die Waffe zücken. Ist mir gerade nicht gelungen. Ich fürchte, jetzt haben wir Erfahrungspunkte hergeschenkt. Na, einfach mal Licht. Die Waffe. Wer ist da? Da drüben. Ist das ein böser Kotzi? Auf jeden Fall müssen wir eh darauf. Was? Wer ballert denn da? Irgendwer da. Was?
weil er da oben wäre oder da unten? Wie die alle lieb sind. Na gut, das dürfte nichts sein. Die sind total lieb. Normal kann man die alle erschießen. Jedenfalls nochmal von vorn. So. Flatter Gaffen, ne? Also, zack, zack, zack. Wir müssen darauf. Ja? Ungefähr hier passt das so. Wir sind da durch diese Tür durch. Also so. Wir kommen von da. Die Treppe kann uns wurscht sein. Wir laufen hier rauf. So, wir laufen hier rüber. Wir hüpfen da runter. Ruck. Wir nehmen diese Treppe hier. Laufen ganz runter. Jetzt werden wir gleich sehen, dass da scharf geschossen wird. So. Runter, 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 runter. Auch hier haben wir eine Werkzeugkiste. Die können wir gleich entsperren. So. Der Part ist auch gleich zu Ende. Ich muss den auf zwei Teile machen. Ja, eigentlich schon. Da war noch... Wer schießt denn da? Hallo? Optische Täuschung? Aha, da liegt auch jemand. Das ist zwar nicht das, was ich unbedingt haben wollte. Ich muss jetzt nochmal zurück den Guide schöner machen. So. Ich wollte nur wissen, wer da schießt, ne? Also nochmal zurück. Wir sind von da hinten runtergespringt. Da, runtergesprungen. Irgendwie. So. Patsch, sind runtergesprungen und müssen da durch. So. Hier, da einfach da durch. Geradeaus. Auch hier können wir das Sachen looten und einfach mitnehmen. Ich bin überladen. Ich bin voll wie ein Christbaum. Und dort, wo dieser hübsche weiße Kotzi ist, da ist die nächste. Tada. So. Als nächstes müssen wir hier die Treppe runter. Edda, ich höre dich. Du musst mir bitte beim Schleppen helfen. Unbedingt, es wird schon recht viel. Und zwar übernimmst du bitte den gesamten Schrott. So, während ich da klicke. Na, so. Machen wir hier Punktele. Ah ja, Treppe runter. Waren wir das jetzt hier an? Links? Ja, als nächstes kommt der hier. Alles klar. Was wollte ich? Genau. So, nimm den ganzen Schrott, meine Gute. Ja, du kannst das. Ich weiß, dass du das kannst. Schön schleppen. So, zack. Passt einmal. Entschuldigung, falsche Taste. So. Also, hier die Treppe runter. Jetzt können wir wieder sprinten. Einfach. Könnt ihr ein bisschen links, rechts schauen. Was war denn das jetzt gerade? Ist da drüben weggestorben? Warte mal. Ich versuche mal was. Ich speichere mal. Bevor ich mich da blamiere. Warte mal ganz kurz, bitte. So. Alle. Hopp. Der wird sicher runterfallen. Aber das nehmen wir mit. So. Und alle. Hopp. Passt. Jedenfalls. Also wir sind hier die Treppe runter, ne? So. Treppe runter. Und hier durch. Einfach gerade durch in diesen Raum hier. Ich bin mir aber nicht sicher, dass ich hier schon mal war. Ich denke mal, ich bin gestorben und bin den Weg nicht mehr gegangen. Was nicht so schön ist und nicht schlau war von mir. Ich glaube, da ist uns nichts Müllkübel. Da ist noch was. Schau gut, dass ich nochmal nachschaue. Passt. Wir gehen hier die Treppe runter. Noch mehr Treppe runter. So, die Sachen nehmen wir mit. Und dann brauchen wir hier den Aufzug. Ja, tatsächlich, da war ich mal, glaube ich. Also, wir benutzen den Aufzug. So. Aufzug, genau. Und dann müssen wir rein, natürlich, Aufzug benutzen. Ich hätte noch gern gehabt, dass wir hier diesen Dungeon fertig kriegen, aber es wird sich, glaube ich, nicht mehr ausgehen. Ja. Ja. Natürlich hier wieder schauen. Ja, da war ich tatsächlich. Hey, wie schlimm. Da waren wir tatsächlich. Also gut. Wir gehen vom Aufzug raus. Und dann einfach links. So. Links da in den Raum rein. Und dann wieder die Treppe runter. So. Treppe runter. Und hier, tada, tatsächlich, da waren wir. Da ist der nächste Starkern. So. Aber es geht hier weiter. Und zwar müssen wir hier weiter die Treppe runter. Ich hoffe, dass ich zu dem einen noch hinkomme. Das wäre mir jetzt ganz lieb. Und einfach schnurstracks hier durchlaufen. Da sind wieder ganz viele Roboter, das sind auch Aliens, die einen angreifen würden, wie man hier auch sieht. Einfach hier schön durchlaufen, also durchkämpfen, mehr oder weniger. Dann hier, hinten war, glaube ich, ist da was? Eine Kiste zumindest, ich glaube, da ist was drin, das können sie ja alles mitnehmen.
Also wie gesagt, durch den Kampfbereich hier mal durch und geradeaus. Einfach geradeaus laufen. So. Und dann die Treppe hoch. Und zwar komplett hoch. Also nur hoch. Die ganze Zeit nur hoch. Egal, ob jetzt links oder rechts ein Weg vorbeigehen würde, so wie hier. Ja. Einfach hier die Treppe rauf. Ihr könnt natürlich selbstverständlich alles mitnehmen, was hier herumliegt, wenn ihr es noch tragen könnt. Ansonsten schleppt es halt mal eine Runde zu einer ja, gut platzierten Kiste. Das habe ich ja auch schon mal gemacht. Ja, sammelt dort das Zeugs und holt es dann später wieder ab. So, einfach hier schön rauf. So, dann weiterhin hier, das ist der letzte für heute, weiterhin hier rauf und trara, zack. Hier haben wir schon den nächsten Kern. So, haben wir das auch geschafft. Da wären es, glaube ich, nur noch drei. Die gehen sich jetzt aber heute definitiv nicht mehr aus. Wir werden die morgen machen. Plus werden wir nochmal probieren, ob wir jetzt eben diesen Star Control Lift Typi Starkern kriegen. Und natürlich fehlen dann noch die gesamten fünf, die noch rundherum um und in Nuka Cola World sind. Gut. Ich hoffe sehr, dass ich euch helfen kann, auch mit diesem Teil. Wie gesagt, die Powerrüstung soll sich echt auszahlen. Die soll echt den Aufwand wert sein, laut Guide. Und die hat ja auch eine verdammt schöne Farbe. Die will ich ja auch gerne haben. Allein schon wegen der Farbe. Und ja, wie gesagt, morgen geht es dann weiter mit dem nächsten Teil. Ich werde es auch dementsprechend benennen. Und wie versprochen, werde ich auch den Link zu dem Video, das ich gefunden habe, oder besser gesagt zu der Erklärung, posten. Ja. Gut. In diesem Sinne, ihr Lieben, ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!